Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Heute zeige ich dir, wie du deine Formeln mit Hilfe einer intelligenten Tabelle und dynamischen Namen smarter und effizienter gestaltest. Im Beispiel habe ich hier einen S-Verweis hergenommen und wie du hier schon schön erkennen kannst, hat die Matrix des S-Verweises hier auch einen Namen bekommen. Der Vorteil, dass die Matrix jetzt hier einen Namen bekommen hat, ist zum einen, dass ich sie nicht mit absoluten Bezügen versehen muss. Und wenn hier jetzt noch eine Schicht sich ergänzt, zum Beispiel die Vormittagsschicht, dann kann ich hier sofort in meinem S-Verweismenü schauen, hat sich also dieser Name dynamisch erweitert. Und der Vorteil ist also hier dann zum Beispiel bei deiner Matrix, du kannst hier jetzt einfach den Vormittag auswählen. Du siehst, du kriegst sofort die 1950 angezeigt und das ist minimaler Aufwand, wenn sich also bei deinen Formeln zum Beispiel, wenn du mit Namen arbeitest, diese Namen, die Namensbereiche ändern oder erweitern. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du den Link auch in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.